Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Es sind jetzt Mittwoch, Donnerstag, wir haben heute Freitag, 2 Tage her, seit das Event am Laufen ist. Und Blizzard hat inzwischen etwas am Event geändert, was sich tatsächlich ein bisschen besser anfühlt. Wir gucken es uns heute mal an. Wir waren zwar zusammen schon hier in diesem Gebiet, aber das ist ja nicht so wild. Das wird gleich losgehen. Müsste eigentlich jeden Moment zum Event umschalten. Bis jetzt sieht es noch so aus, wie wir es vorher hatten. Ne? 3 Events und hier den Marker für die inzwischen Daily. Das war ja jetzt eine Weekly, das haben sie jetzt zu einer Daily gemacht. Finde ich persönlich auch viel besser. Und sie haben auch an diesem Eventsystem hier oben, also die Blubs, da gibt es nicht mehr die komischen, die, wenn sie erledigt sind, dass man dann Langeweile hat und nichts mehr zu tun, sondern man muss jetzt, werdet ihr gleich sehen, einen Fortschritt erledigen. So. Müssen wir gerade mal noch warten, die fliegen hier schon rum, aber es geht noch nirgends hin. Es hat noch nicht gestartet. Jetzt. Verbleibende Erinnerung 100%. Wir haben jetzt hier wieder verschiedene Events. Wir machen mal eins, was wir noch nicht gemacht haben, hier hinten im Wasser. Ich möchte gerne tatsächlich auch mal alle Events durchmachen, weil manche total süß sind von der Thematik her und halt etwas aufgreifen, was man wirklich gerade in Klassik bis zum Abwinken gemacht hat. Also hier zum Beispiel müssen wir Gazrilla töten. Einen kleinen, da war ich jetzt zu spät. Einen Boss, den man natürlich öfter mal schon erledigt hat. Die Bosse gehen relativ schnell, aber okay, da hinten waren wir schon mal. Hier muss man die Spinnenaugen sammeln. Die Azeroth uns zeigt. Wir gucken uns mal noch hier hinten. Das mit den Trollen hatten wir auch schon. Nee, da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Bei dem hier. Sind das Azeroth? Faule Pions. Ja, genau. Guckt mal. Bringt die faulen Pions an die Arbeit. Das heißt, die Schlafenden. Sowas hat man ja auch schon gemacht bis zum geht nicht mehr. Oh, die sind aber ziemlich sauer darüber. Nicht so wie die, die wir damals kannten, die einfach nur gesagt haben, jojo, ich gehe schon in die Arbeit. Alles klar. Ah, der geht. Okay, also, wir sind aber schon fertig hier. Und dann kann man schon zum nächsten springen. Und ihr seht, das geht jetzt ein bisschen langsamer. Und man kann ein bisschen mehr genießen, sage ich mal. Und man bekommt hier auch eher mal eine Belohnung. Das hier müsste jetzt das sein mit den, ja, das haben wir schon gemacht, wo man da diesen Pylon füttern muss. Das können wir auch mal lassen. Und jetzt gibt es hier hinten, gibt es noch einen, wieder einen Boss, den König Morsch. Einmal um, würdest du bitte absteigen? Oh Gott, das mit dem Flugsystem. Ich denke halt immer, ich bin auf meinem normalen Mount und kann schon losschießen und dann macht sie gar nichts. Ja, das ist ein bisschen stärker als die als Gazrilla, aber wir sind da auch recht spät gekommen wahrscheinlich. Oder zu spät. Also es sind immer mal wieder einzelne Bosse, die man halt damals auch des Öfteren besiegen musste. Und manchmal aber auch so, ja, aus irgendwelchen Questerinnerungen. Was ich total süß finde. Ich werde versuchen mal tatsächlich von jedem Event vielleicht eins einzufangen, was vielleicht gar nicht so einfach ist, weil man muss bei manchen halt gucken, dass sie dann nicht so schnell schon wieder vorbei sind, bis man dort angekommen ist, aber und dann kriegt man eben hier die Erinnerungen. Das muss ich gerade mal gucken. Aha, ich sehe schon, warum das hier nicht funktioniert hat. Ich hätte gerne hier einen anderen Schuss drin. So, weiß nicht, warum der da drin ist. So, wo haben wir noch eins? Da hinten. Und seht ihr, wir haben jetzt nämlich auch ein bisschen mehr Zeit. Okay. Die Erinnerung an Onyxia und ihre Brut hängt noch immer über den Marschen. Besiegt den unvergessenen Stacheleber. Er ist schon fast tot.
Ja, jetzt ist er auch weg. Okay. Und da haben sie ja dann eben auch so Dornen hingemacht. Also solche Sachen, das ist halt schon sehr nice. Dann gucken wir mal da drüben. Und dann ploppen halt, wenn es noch nicht fertig ist, immer wieder weitere Events auf, sodass man dann weitermachen kann, bis hier oben die Leiste erledigt ist. Sind das Azeroths Erinnerungen? Oder unsere? Ich glaube eher unsere und wir sind ja Azeroth. Was müssen wir machen? Helft denn Vorluf dabei, die Unmenge an süßen und flauschigen Tierchen. Ah, auch eine Anfangsquest, an die man sich noch sehr gut erinnern kann. Wo man dann nachher erfahren hat, dass man das hätte gar nicht machen sollen. Ne? In der Nachtelfen. Anfangsquest. Machen wir nochmal die Spinnen, weil die wohl noch aktiv sind. Spinnenaugen. Oder ist sie gerade weg? Nee? Ah, daran erinnere ich mich. Sogar er erinnert sich. Sammelt Spinnenaugen für Sumpfauge-Jarl. Das ist eine Hordenquest. Oder? Nee, ich glaube, das ist von beiden eine Quest, ne? Ja. Da kommt dann hinten auch die Mutterglimmernetz. Und was ich jetzt sehr gut finde, das Event läuft halt. Komplett. Oh, jetzt hat gerade die Kamera total gewackelt, weil ich mich ein bisschen anders hinsetzen wollte. Das Event läuft immer weiter. Wenn es einmal abgeschlossen ist, ist es halt einfach in dem Gebiet. Und das ist genau das, was mich gewundert hat. Wieso machen sie ein Event, wo man so einen Peak hat und dadurch es total auch ein Serverlag gab, wenn alle sich auf diese 1,5 Stunden Spitze stürzen, um das mitzumachen. Kein Wunder, dass es dann so ein Lag gibt. Also da haben sie dann doch jetzt relativ schnell reagiert und das einmal umgewandelt. Das mit den Kristallen hier, das hatten wir ja schon im Stream, in meiner ersten Aufnahme. Und da habe ich aber gar nicht gesehen, dass man die auch hier einsammeln kann. Da muss man gar nicht unbedingt was töten. Das ist also eher so eine Quest aus dem Ungoro-Krater, ne? Da mussten wir Kristalle sammeln und zu den Pylonen bringen. Das ist die Erinnerung daran. Wie viel brauchen wir denn noch? Ein bisschen mehr noch. Aber wir sind ja nicht alleine. Wir müssen nicht alleine sammeln. Und dann lohnt sich jetzt nämlich das Ganze auch wieder in gewisser Weise, ne? So wie es vorher war, war es ja irgendwie mega bescheuert. Also ich weiß nicht, warum sie das... Hatten sie das schon im Hinterkopf und das war nur noch nicht fertig? Ich meine, es ist ja getestet worden, ne? Oder sie haben jetzt einfach 2 Tage lang gehirnt und gesagt, ja, wir müssen das umschustern. Ah, daran erinnere ich mich. Bin ich Gördak. Was jetzt auch Sinn macht, ist, dass man mit dem Event gut leveln kann. Das war ja vorher überhaupt nicht möglich an den paar Dingern, die man dann vielleicht gar nicht erwischt hat. Ich glaube, ich habe jetzt hier sogar in den Düstermarschen alles durch, alle möglichen Events. Wiederholt sich gerade alles. Das ist auch jetzt eher so, dass mal wieder ein Item droppt. Und guckt mal, wir sind hier beim Deviatfisch tatsächlich so verwandelt, wie man... Also, wenn man dieses Deviat Supreme isst, dann kann ja irgendeine Verwandlung stattfinden. Dann passiert irgendwas, ne? Und wir sind jetzt auch quasi so klein. Und wir gehen in die nächste Runde hier in der Drachenöde. Und wir fangen einfach mal da an. Und klar, es ist auch morgens, aber man merkt schon, wie das alles viel entspannter ist. Die Echos müssen gebändigt werden.
Befreit die Kreuzfahrer. Von was? Von ihrem schrecklichen Geisterleben? Oder? Ah ja, genau. Die... Ah, nein, die hier. Die in den Kokons. Und wir haben hier auch eine Rube. Aber ich glaube, auf die hier kommt es an. Es ist nicht immer ein Kreuzfahrer darinnen. Hier dürfen wir kleine Kaulquappen befreien. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben hier tatsächlich... auch schon kleine Kaulquappen in eine Höhle befreit. Das war ziemlich mühlockig. Das jetzt ist zwar jetzt eher außerhalb, aber... ja, und das Süße ist, wenn man sie befreit hat, dann laufen sie auch tatsächlich alle hinter einem her. Und wir müssen 100 Stück, ne? Also natürlich alle zusammen. Was ein bisschen dauert jetzt, wenn man das nicht mehr so im Riesenpulk macht wie vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kills auch gelten. Mal gucken. Nee. Oder? 8, 9, 10, 11. Ich weiß nicht. Können ja auch die anderen Spieler sein, die gerade einsammeln. Und natürlich reicht's auch, wenn wir einfach nur die Käfige öffnen. Aber da kommt immer nur eine raus. Nicht so fünf oder so wie in der Quest. Eine. Aber man sieht die Käfige besser als die kleinen Kaulquappen, die hier herumspringen. Aber dann geht's eigentlich relativ fix, ne? Weil so, das dauert viel länger als ein Käfig aufmachen. Wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es wieder. Hier müssen wir Holz einsammeln. Das liegt hier dann immer so rum. Dann hat man das auf dem Rücken und bringt es da auf den großen Stapel. Mach einen Mörlock an mir hängen. Ja, überall so Gerätschaften, ne? Da haben wir da hinten den Wald. Und man kann immer nur eins einsammeln. Also man muss das eine dann zurückbringen. Mühsam. Also ich stelle mir das halt gerade vor, wenn... das Event dann... naja, so da seit dem Ende zugeht und das nicht mehr so viele Leute machen. Ich glaube, dann muss man sich die Events raussuchen, die nicht so eine Sisyphus-Arbeit sind. Ich meine, jetzt geht das ja noch, wenn da viele Leute mitschaffen. Aber wenn das dann so drei Hanseln sind, nur noch. Da wird das ein bisschen mühsam, glaube ich. Seltsame Erinnerung, die Azeroth uns zeigt. Hier, beschützt den Propheten von Seratus vor der verseuchten, vor den verseuchten Dakari. Oh, okay, das ist aus dem... Hilfe. Bereitet euch auf den Untergang vor! Hier oben, ne? Duldrak. Ich habe es vollbracht. Bestaunt die grenzenlose Macht von Wilfried Zischknall. Wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es wieder. Verbrennt Leichen, damit sie nicht gegen uns benutzt werden können. Ah, das ist ja auch das Problem, ne? Dass der Lichtkönig ja die gefallenen Krieger dann... Senkt eure Waffen. Ich ergebe mich. ...wieder aufgestellt hat und seine eigene Armee daraus... bekommen hat und jetzt kann man hier die Leichen verbrennen, aber nur die, die hier rumliegen, nicht die. Was interessant ist, dass man nicht immer die 100% vollkriegen muss oder vollkriegt. Es gibt wohl auch eine Zeit, in der so ein Event aktiv ist
Und dann bekommt man aber trotzdem eine Belohnung, aber ich glaube nicht so viel. Ich habe da jetzt 200 gekriegt und bei dem oben, das wir abgeschlossen haben, nö, auch 200. Also kriegt man 200 pro. Wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es wieder. Oh, Event, an dem man teilnimmt. Hier ist auch ganz süß, da muss man Frösche knutschen. Die da. Hier erinnert man vielleicht auch an die Aufgabe. Und dann hüpfen sie einem auch hinterher. Die Jungfer müssen wir finden. Ja, ja, ja. Vielleicht ist sie irgendwo dabei. Ich glaube, ich muss mir da mein Makro reinpacken. Ich habe vielleicht sogar eins. Ein Kussmakro. Oder den EFGH. Doch, hier. Wo packen wir uns das rein? Dieses Echo finde ich nicht gerade strahlend. Banner platzieren. Gibt's dann hier den Kampf um die Pforte nochmal? Ach nein, das ist jetzt Zischknall. Danke, Hochlord. Nun, Champions, werde ich mit dem Beschwörungsritual beginnen. Sobald es beendet ist, wird eine fürchterliche Verdammniswache erscheinen. Das ist die Arena, ne? Bereitet euch auf den Untergang vor! Also Agentum halt. Turnier. Aha! Ich habe es vollbracht! Bestaunt die grenzenlose Macht von Wilfried Zischknall, Meisterbeschwörer! Du bist an mich gebunden? Ja, 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 Raxus. Unbedeutender dir. Ja, hier die Kontrolle. Nicht mehr. Also vom Agentum-Turnier. Eine Erinnerung. Ein anderer wird meinen Platz einnehmen. Eure Welt ist verdammt. Und man bekommt immer mal wieder Loot als Belohnung. Nicht jedes Mal, aber immer mal wieder. Sind diese Echos eine Nachricht oder nur eine Antwort? Und hier gibt's diverse Bosse zu töten. Vladov der Metzger. Dieses Echo finde ich nicht gerade strahlend. Und hier haben wir das Thorim. Aber ihr, was geht hier vor? Wo bin ich? Der arme Thorim. Senkt eure Waffen. Ich ergebe mich. Das ist aber nicht die richtige Thorim-Stimme, ne? Man bekommt natürlich auch fleißig wieder Handelsposten-Sachen dadurch, dass man hier aufräumt. Ich glaube, ich müsste sogar schon voll sein inzwischen. Ja, alleine nur durch Echos und Remix. Also das geht so fix. Kann ich also auch schon abholen. Jo, ich glaube, das waren in der Drachenöde alle Ereignisse. Wir haben noch den Lichtkönig. Und ja, obwohl ich glaube, da hinten noch was. Ja, da müssen wir dann mal bei Gelegenheit auch nochmal vorbeigucken. Also ich denke mal, so das ein oder andere
werde ich noch nachträglich einflechten müssen, weil ich merke, oh, da ist ja auch noch eins. Ich lasse euch von innen erstarken, bis nur noch eine eisige Hülle bleibt. Dann schauen wir doch mal zum Abfluss noch in die sengende Schlucht. Dieses da ist gleich Echo am Beginn. Ich nicht gerade strahlend. Ja, das sagt er. Also er sagt so random Sachen immer, ne? Was müssen wir denn hier machen? Ich sehe es gar nicht. Oh, Lepragnome ohne Ende. Man sieht es nicht. Ich muss, glaube ich, nochmal aus dem Gebiet fliegen und wieder rein. Das hatte ich schon mal. Dass man manchmal nicht sieht, was man tun muss. Wenn man gerade erst reingekommen ist. Oh, also Gnomregan. Initialisiere Subwarp-Transporter. Okay. Verteidigungseinheiten im Anflug. Wo ist denn der? Ach, da hinten ist der Alarmobot. Weg mit dem. Vielleicht müssen wir sogar Alarmobots vorsorglich weghauen und mal gucken. Boah, wir kommen hier gar nicht weg. So, jetzt passt's. Lepragnome. Und das ist auch gerade zu Ende. Und wir bekommen dann auch immer hier schön so eine Erinnerung, wenn wir hier ein kleines Mini-Event abschließen. Seltsame Erinnerung, die Azeroth uns zeigt. Oh ja. Aus dem Dunkelwald. Dämmerwald. Dämmerwald? Lovel, ja, Dämmerwald. Unser Kleiner, der das, dem wir selbst mitgeholfen, bei dem wir selber mitgeholfen haben, ihn zu basteln. Ja, das war ein bisschen peinlich. Was haben wir denn da hinten? Das sieht sind zwergisch das aus. Azeroths Erinnerungen? Oder unsere? Händigt kochend heißes Morgenbräu aus, bevor es abkühlt. Oh, bei den Zwergen eine Anfangserfahrung. Und wie kommen wir denn da dran an das Bräu? Warte mal, hier sind gelbe Punkte. Sag mal ab. Ah, hier. Ist das Bräu was hier rum? Okay, wir rutschen, wir glitschen hier drauf sogar herum. Guck mal hier. Ungültiges Ziel. Was müssen wir denn machen? Einschenken. Bringt das Gebräu zum Turm. Okay. Da hinten. Oh, da oben. Und kann es sein, dass wir da nur hochlaufen können? Und wir haben eine Minute Zeit. Okay. Und das ist glitschig. Oh, wie fies. Damit wir so ein bisschen besoffen auch sind. Beziehungsweise uns... Ah! Okay, wir haben ein bisschen... Ah! Ein bisschen, ja. Zack. Wie fies ist das denn? Wir haben es aber abgeliefert, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, wir müssen das 100 Mal machen, damit wir die 100% vollkriegen. Möglichst. Gott. Es ist eine süße Idee, aber... Krass. Also ich nehme mal an, wenn wir jetzt fliegen... Ja, geht das nicht mit dem... Mit dem Bräu in der Hand. Und die Besoffenen schubsen einen dann auch noch weg. Okay, alles klar. Ich glaube, das hier wird so, eine Hass, so ein Hassding sein. Das machen nicht viele. Wir müssen Gott sei Dank nur bis hier hinkommen. 12. Boah, ist das böse. Aber witzig. Ja, ja, die Besoffenen. Und dieses Event finde ich am witzigsten. Ich mich. Denn hier muss man die grünen Hügel des Schlingendorntals, die Seiten wieder sammeln. Und ja, ich glaube, das war und ist, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber früher in Klassikzeiten,
Ein so richtig nerviges, eine richtig nervige Erinnerung, diese Seiten zu sammeln. Denn erstens haben sie das Gepäck verstopft. Zweitens, sie wollten sie ewig nicht droppen. Das einzig Gute war, dass man sie im Auktionshaus verticken konnte und dort dann einfach die Fehlenden sich wiederholen. Da muss man aber erstmal drauf kommen, dass das möglich ist, wenn man so irgendwie im Kopf hat, ja, das sind ja Quest-Items, aber es geht tatsächlich, dass man diese Seiten sich von anderen Spielern ersteht. Und man hat die Seiten, die man selber gesammelt hat, auch im Gepäck und kann sie nachher verkaufen. Und hier fliegen sie sogar als Wirbelsturm herum, die eingetauschten Seiten. Ja, es ist schon sehr, sehr nice gemacht. Also gerade dieses Event, da ging bei mir irgendwie das Herz auf. Dieses Echo finde ich nicht gerade strahlend. Die stehen hier. Die zwei. Zebrahube, Ebenenschreiterschnäbel, Streunerklauen, Eberlebern. Mir ist das gleich. Serga Dunkeldorn hat diese Quests vergeben. Ragnar Donnerbräu aber auch. Und sie muss richtig gut sein. Ich will mein Gesicht in der Leber kennen können. Es ist tatsächlich... Ich fliege nochmal kurz raus und wieder rein. Es ist tatsächlich so, dass man hier so lange Eber töten muss, bis die eine seltene, hier steht's, unvorstellbar seltene Eberleber von makelloser Perfektion, bis sie gefunden wurde. Was ich auch total süß finde. Und man muss schon einige töten. Und mal gucken, ob wir es... Also ich hatte es heute Morgen schon mal... Moment, keine Leber? Nee. Obwohl ja eigentlich jeder eins haben müsste, ne? Das ist ja der Witz daran. Gucken, ob wir es einfangen können. Was passiert, wenn die Leber gefunden wurde? Wenn nicht, dann erzähle ich es euch. Beide Pets hatten Level Up. Wie kann das sein? Leber schlecht. Na, sowas Dummes aber auch. Moment, keine Leber? Leber. Aber nur okay, nicht unvergleichlich gut. Ich vermute mal, man muss tatsächlich 100 Eber töten, bis es triggert. Oh, es ist fertig. Irgendjemand hat's geschafft. Und zwar steht dann tatsächlich hier so ein großes Schinkenstück vor einem und leuchtet und so. Oh, wir haben sie. Es ist auch richtig cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben hier ein Event, wo wir die Kämpfe um Tarrens Mühle und Süderstade nacherleben können. Wir müssen einfach alles töten, was hier rumsteht. Wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es wieder. Akar sollen wir töten. Der unvergessene Hacker. Und hier haben wir ein Kürbisfeld, auf dem wir Kürbisse vergiften dürfen. Erinnert an Antiris Fall. Die stehen hier aber schön in einer Reihe. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Ogger. Ogger als Boss. Und schaut mal hin. Wir sind als Noob angezogen.
Ich brauche mehr Leinen. Besorg mir Kopftücher von diesen verdammten Devias, die hier ständig herumlungern. Ja, genau. Meine Liebesbriefe wurden vom Wind davon getragen. Rettet sie schnell, bevor sie komplett weggeweht werden. Ja, ja. Wald von Elwin. Besorgt mir etwas Goldstaub von den Kobolden, dann bekommt ihr von mir die besten Preise, die Goldhain zu bieten hat. So war das. Feuerlord Ragnaros, kehrt zurück. Macht euch kampfbereit. Das machen wir in unserer Noob-Klamotte. Wie lange haben wir die an? Ah ja, noch 30 Sekunden. Schlecht ausgerüstet und vor allem, wir haben noch nicht mal einen Bogen, sondern nur so ein Dagger. Aber nur visuell. Aber auch diese Idee finde ich sehr nice. Das Feuer wird euch leitern. Diener des Feuers, vernichtet die Eindringlinge. Stern. Ich habe jetzt von jedem und jeder dieser Erinnerungen 20, mehr kann man gar nicht sammeln, limitiert 20 steht dran. Und jetzt holen wir uns mal ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Diesen leblosen Steinring. Danke für euren Besuch. Durchtränke sie mit den Essenzen Azeroths, um ihre Macht wiederherzustellen. Ein uralter Titanenring, der mit der Zeit verblasst ist. Möglicherweise kann er erneuert werden. Und ich denke mal, dass man die Sachen miteinander benutzen muss. Kombiniere 20 Erinnerungen in eine verfestigte Essenz. Also, erstmal bekommen wir eine verfestigte Essenz. Die strahlende Erinnerung an die östlichen Königreiche und die vielen Schlachten, die dort ausgetragen wurden. Bis jetzt passiert noch nichts, aber hier steht jetzt zumindest nicht dran, dass wir mehrere davon brauchen. Wir wandeln mal alle um. Text ist wahrscheinlich überall dann gleich. Ah, die strahlende Erinnerung an Kalimdor und derer, die es ihr Zuhause nennen. Die strahlende Erinnerung an Nordend. Sowohl an die guten als auch die schlechten Dinge. Wir benutzen den Ring mal in Erinnerungen durchtränken. Band der strahlenden Echos. Wir haben also ein neues Erbstückteil. Da gibt es ein ganzes Set. Erbstück Brustrüstung. Was ist das jetzt? Das ist schon ein Ring, ne? Ein Helm, Schultern, Umhang, Beine, Kette, Ring. Mir fällt gerade auf, und daran sieht man, dass ich sehr selten Erbstücke trage mit meinen Charakteren, weil ich es einfach auch gut finde und schön finde, Dinge in Instanzen zu bekommen, die mich upgraden und nicht schon alles anzuhaben, was immer gut ist oder besser. Dass tatsächlich dieses Ornat des sagenhaften Abenteurers für alle Erbstücke gilt, egal was man anhat. Wenn man halt komplett angezogen ist mit Erbstücken, dann bekommt man die Boni. Waffe natürlich nicht, aber hier eben Ringe und die ganzen Rüstungsteile. Und wenn man da halt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück anhat, dann kriegt man hier die Boni, die da unten stehen, beim 2er-Set, beim 3er, beim 5er und beim 6er. Jetzt wissen wir das auch. Man lernt immer wieder was dazu, ne? WoW hat unergründliche Tiefen. Auf alle Fälle frohes Jagen. Ich habe jetzt hier noch nichts rausgekauft.
Ich spare mir das, weil es droppt ja immer wieder was. Und da möchte ich dann erstmal gucken, was mir eh droppt, wofür ich gar keine Währung ausgeben muss. Ihr seht, das habe ich zum Beispiel jetzt schon. Beziehungsweise wenn man mal auf alle geht, man auch alle Rüstungen haben da. Die habe ich jetzt alle in der Kriegsmeutenbank liegen. Und ich werde mich jetzt nicht mehr mit Luna an diesen Events beteiligen, denn die hat ja alles, auch Ausrüstung und alles, sondern mal mit meinen Twinks, die ich sowieso schon immer mal vielleicht auf 70 leveln wollte oder noch ein bisschen besser ausrüsten. Die dürfen jetzt da mal gucken. Also ihr seht, es ist schon einiges. Der tropft von dem Zeug. Und idealerweise will ich ja nachher dann alles haben. Währung haben wir inzwischen 34.000. Also da können wir uns hier auch schon ein bisschen was rauslassen zur Not. Aber da gibt es auch schon richtig teure Sachen. Ah, ich glaube, die zweihändigen Sachen sind bei 8.000. Die einhändigen bei 4 beziehungsweise 5. Wobei, ja. Wahrscheinlich einfach, damit es ein bisschen gerecht ist. Wobei, das ist ja auch eine einhändige Axt und die auch. Trotzdem günstiger. Kann man die dann nicht als Offend haben? Ah, der Schild ist dann nur bei 3.000. Dann kommt man auch auf 8.000 mit zwei Waffen. So ist das gedacht. Und Zauberstab, ja, okay. Ja, gut. Ihr seid hier immer gern gesehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Ich werde auch noch ordentlich hier mitmischen, um möglichst viel so zu kriegen und davon zu profitieren. Und ich freue mich sehr, dass sie das Event so verändert haben, dass es spielbar ist. Dass man beschäftigt ist, dass man was zu tun hat. Also die ersten zwei Tage, die waren ja echt der Witz vom Dienst mit diesen 1,5-stündigen Zeiten, wo man halt nichts machen konnte. Und wer gerade zu dieser Zeit keine Zeit hat, der hat halt Pech gehabt. Okidoki. Dann denke ich, dass jetzt sich nicht mehr allzu viel ändern wird. Wenn doch, melde ich mich natürlich wieder. Und dann können wir ja jetzt frohen Mutes Gen Erweiterungsrelease schauen.